und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Das wird wieder ein Vlog. Was für ein Video drehen wir? Wir drehen einfach einen Corona-Vlog. Wir wissen noch nicht, was auf uns zukommt. Unser kompletter Tagesablauf verändert sich. Und deshalb einfach mal euch mitnehmen in unsere Corona-Phase. Jetzt sind wir zu Hause. Wir haben geplant, nach Berlin zu fahren. Deswegen müssen wir zu Hause aufräumen, Taschen packen. Und dann würde ich auch sagen, dass es losgeht. Denn hier macht es keinen Sinn zu bleiben. Die Fitnessstudios haben zu. Wir müssen trotzdem weiter ackern. Und Nada vor allem muss weiter ackern, muss sich vorbereiten. In Berlin hat er halt einen Trainer, aber ich finde, darüber kannst du was sagen. Wir müssen uns gut vorbereiten und in Berlin haben wir die Mittel dafür. Hier haben wir sie nicht. Kurz und knapp. Deswegen, ja. Wir packen unsere Taschen wieder und reisen und auf die Reisen und nach Europa. Wir fahren nach Berlin. Wer muss fahren? Ja, wer hat Führerschein? Ich. Ich hab keinen. Ich werde abkacken, Alter, 5 Stunden. Mein Arsch geht so. Du. So Leute, wir haben alles gepackt und fahren jetzt nach Berlin. We are on the way. Ja Mann, ich finde es auf jeden Fall krass, was gerade passiert. Und ich habe auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Nicht vor dem Virus direkt, sondern was so passieren wird und so. Wir müssen alle zu Hause bleiben. Wird es überhaupt noch Lebensmittel geben? Also eher vor sowas. Ich sag, eigentlich hasse ich diese Kamera, ne? Aber die ist voll praktisch, die ist so klein. Wir melden uns einfach, wenn wir auf der Autobahn sind. Und ich muss ja nicht immer sagen, bis dann, aber ihr wisst, dann ist so ein bisschen Übergang und so. Bis dann. Guck mal, ihr. Weißt du, wie bequem ist es, so zu fahren? Ja, noch rein in die Teile. Das ist unsere erste Pause. Wir tanken jetzt. Ich bin irgendwie schon mega kaputt und wir sind erst nur eine Stunde gefahren. Na, das tut mir so leid. Er muss einfach 5 Stunden durchfahren. Auf meine Hose, sag mal. Geht es weg von den Klamotten? Nein. Was geht's? Natürlich geht's weg. Nein. Öl geht weg. Ja, Mann, auf jeden Fall so. Wir tanken jetzt erstmal. Ich hole mir gleich einen Ready Bull natürlich. Ist noch nichts Spannendes, Leute. Ist noch nichts Spannendes. Freue mich auf jeden Fall auf morgen. In den Dschungel, da gibt's ein Junge. Sein Name ist Nada. Ey, lass mal spielen. Hier, das? Jo. Das beklingelt. Gewinn mir eins. Mann, ich dachte, ich habe eins gewonnen. Immer 2 Euro? Zwei Spiele. Okay, das letzte. Das ist haram, dafür Geld auszugeben. Leute, ich habe mir jetzt noch ein Magnum-Eis gekauft. Na, da spielte die ganze Zeit noch weiter Runden. Auch wenn ich ihm gesagt habe, er soll aufhören. Ich nehme mal das Handy, ich muss auf die Toilette. Gut. Aber Leute, jetzt. Ich nehme euch mit. Ja, ich habe hier fast 10 Euro reingeschmissen. Die denkt sich bestimmt, was ist das für ein Vollidiot? Ich habe eine Idee, warte. Wie geht's? Und ich kaufe hier einfach ein Küchentier und sag dir einfach, ich hab's gewonnen. Einmal diese bitte. Okay Leute, sie kommt gerade. Niemals! Du kommst genau jetzt sogar? Na guck mal, was ich für dich gewonnen habe. Guck mal, was ich für dich gewonnen habe. Niemals! Guck mal, ein Pinguin, was sagst du? Danke! Bitte, guck mal! Da hat die ganze Zeit gespielt, hat sich doch gelohnt. Ich dachte, Leute, man kann da nie gewinnen. Und es ist fake, aber. Bestes Beispiel, ich hab jetzt eins. Ich hab ein Kuscheltier. Okay, Leute, wir fahren jetzt durch. Noch 2 Stunden. Okay, Leute, wir melden uns dann, wenn wir in Berlin sind. Base. So Leute, wir sind jetzt im Hotel eingecheckt. Auf jeden Fall sind wir ja hier, nicht um Kaffee zu trinken oder zu chillen oder die Luft zu genießen und das Wetter zu genießen. Es geht einfach nur darum, dass ich fit bleiben muss. Ich muss mich fit halten und die Möglichkeiten habe ich nicht in Düsseldorf. Ich muss hier trainieren, hier habe ich eine Möglichkeit, hier habe ich meinen Trainer. Ja, nebenbei kann Luisa ein bisschen mittrainieren. Unsere Wege werden einfach von der Wohnung ins Auto, in die Halle. Von der Halle ins Auto, in die Wohnung. Oder Einkäufe und sonst was. Aber da nehmen wir euch auf jeden Fall mit. Wir haben uns vorhin auch das Video von Merkel angeguckt. Von Angela Merkel. Mein Perle. Sie sagt ja auch,
Es geht um die Alten, wir müssen alle zusammenrücken, wir müssen alle zusammenhalten. Auch wenn es uns nicht betrifft, wir wollen natürlich niemanden schaden und gucken, dass wir so wenig, wie es nur geht, rausgehen und ja, die Krankheit oder den Virus verbreiten. Ich denke, wir werden das gut hinkriegen und ja, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wir gehen jetzt zum Sport, gehen wir halt trainieren. Da haben wir auch eine extra Halle zur Verfügung gestellt bekommen. Da sind wir alleine. Solange halt noch keine Ausgangssperre oder wir unter Quarantäne sind, machen wir das halt so. Und Jana, dann, was sagst du? Ab zum Training, sag ich. So Leute, ich bin hier gerade am Trainieren. Ich bin fix und fertig, Mann. Ich schwitze auch voll. Ich kann euch mal gleich Nada zeigen. Im Moment. Ja, das war gerade Nada. Ich melde mich dann einfach später. Wir sind jetzt fertig mit dem Training. Wir fahren jetzt ins Hotel. Ich werde auch direkt schlafen gehen. Ich bin wirklich richtig, richtig, richtig kaputt. Morgen früh geht es dann wieder ab zum Training. Dann nehme ich euch auch natürlich mit. Dann sehen wir uns einfach morgen. Bis dann, bye. Guten Morgen, Leute. Heute ist Freitag, wir sind gerade eben aufgestanden. Auf dem Weg jetzt zum Training. Wir haben es sehr eilig. Wir müssen um 8 Uhr da sein und haben nur noch 12 Minuten. Lag 17, das ist, wie rechnest du? Es ist 7.43 Uhr, wir haben nur noch 12 Minuten. So Leute, wir sind jetzt hier in der Halle. Ich filme so ein bisschen seine Trainingseinheiten. So viel zu Nada Legendary. Also wir fahren jetzt einkaufen für unsere Familien. Ja, wir warten jetzt auf Nadas Schwester und dann gehen wir halt einkaufen. Wir nehmen euch mit. Ich bin gespannt, ob die Supermärkte voll sind oder ob sie leer sind. Wir melden uns an, wenn wir im Supermarkt sind. Wir sind gerade im Supermarkt und es ist voll, voll, voll. Und die Leute drehen durch. Komm mal her, dann drehst du das. Leute, kennt ihr das? Oh, das schmeckt so lecker. Ich habe das früher einfach nur so gegessen. So Leute, wir sind natürlich in der Süßigkeitenabteilung. Guck mal hier, Haribo Halal, Halal. Das, kennst du das? Das, du weißt schon, wie die heißen. Doch, das umhüllte Erdnüsse. Ja, auch tödlich. So Leute, dann andere Seite, gibt es noch bessere Süßigkeiten. Bitte bleiben Sie hinter den roten Linien. Leute, wir dürfen diese Linie nicht übertreten. Wir haben gerade Ärger bekommen. Darf ich jetzt über den roten Linie? Die Süßigkeiten sind unglaublich. Einfach Wassermelonengeschmack. Brutal. Ja, aber ich verliere gerade einfach eine Träne. Was passiert? Ich sag nur, diese Süßigkeiten sind unglaublich. Also jetzt geht's weiter. Wir gehen jetzt noch in den Supermarkt und kaufen weiter ein. Du siehst bei Kaufland, guck mal die Regale, ja. Einfach leer. Wenn jetzt jeder Mensch eine Tüte genommen hat, okay, aber wenn jetzt Menschen darunter waren, die so 3, 4, 5 Stück nehmen aus reinem Egoismus, muss nicht sein, oder? Was sagst du? Einfach nur gemein. Ich bin auf jeden Fall schockiert, also ist schon viel weg. Hier ist auf jeden Fall noch was zu kaufen. Oh da, was kostet das denn? Ich muss das Produkt kurz zur Seite schieben. 2,49 €. Nehme ich mit. So Leute, wir sind jetzt bei meinen Eltern zu Hause. Wir haben eingekauft, wir essen gleich. Luisa sitzt da vorne mit Mila. Guck mal. Aber Apati bleibt gleich. Rede mir von Wurst. Sag nicht guck, sag Wurst, okay? Rede mir von Wurst und dann messe ich dich ja rein. Doch sie müssen los, wenn unsere Roller wieder schreien. Dim, dim. Aber ich gleich gleich. Ey, was macht ihr da, ihr beiden? Da malt ihr jetzt eine Insel. Wie malt ihr eine Insel? 6 plus 3.
8 + 5. Oh, das ist schwer. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Richtig? Richtig! Ja. Nächste Aufgabe, so ein richtig Mund. Richtig! Ich weiß alles! Du weißt alles! So Leute, Mila macht jetzt für mich eine Blume und ich mal für Mila eine Blume. Lucy, erst fange ich an. Beide fangen gleichzeitig. Wer zuerst die schönste Blume fertig gemalt hat, okay? Okay. Okay, und los. Oh, sogar mit einem Herz hast du gemalt. Also ich finde Milas Blume schöner. Also, zweite Runde. Auf die Plätze. Fertig, los. Wir machen jetzt eine Challenge, wer den schöneren Schmetterling malt. Das ist kein Schmetterling. Doch, das ist ein Schmetterling. Du kannst keinen Schmetterling so richtig machen. Du kannst aber meinen nicht so nachmachen. Und sie hat dir nachgemacht. Ah, Luisas Jury. Also. Mila hat den schöneren Schmetterling gemalt. Ja. Wer schnell seinen Namen hinschreiben kann. Okay, was 1 plus 1? Schnell schreiben, was 1 plus 1 ist. Ha! Was ist denn 1 plus 1? 1 plus 1 ist 2, also eine 2. Ja, ich glaube, das war's mit der Challenge. Jetzt fahren wir zu meinen Eltern. Ich höre öfter so eine Musik. Das bringt dich runter. Mit solcher Musik kannst du auf jeden Fall nicht geblitzt werden. So Leute, wir sind jetzt mit meinen Eltern einkaufen. Guck mal, wie viel ich koste, guck mal. 1 Euro. Niemals. Scheiße, das bin ich nicht. Wie ist sie? 1,59 Euro. Scheiße, du bist teurer als ich einfach. Komm raus, wir wollten uns rausschmeißen. Never kick him from his furry. Cause they stick up from me. If I were... Leute, wir suchen jetzt meine Eltern, dann fahren wir nach Hause und dann gucken wir, was wir machen. Leute, bis dann. Die Woche geht zu Ende. Wir beenden das Video. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Wenn ja, liked, kommentiert, abonniert unseren Kanal und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Bye.